Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Hypecheck. In diesem Format, Leute, möchte ich mit euch zusammen Sachen auschecken, die unfassbar im Hype sind, wo jeder sagt, ey, das ist so krass lecker und das muss man mal gegessen haben. Und genau da komme ich fettes Ding ins Spiel. Weil ich fahre für euch dahin, zum Beispiel bin ich heute hier in Berlin und gucken, ob es wirklich den Hype wert ist. Ist die Sache wirklich gerecht gehypt oder ist es einfach nur so Gelaber, so ja bla bla oder irgendwie so ein Marketing-Move? Indeed erklärt Indeed. Und genau das möchte ich heute mit euch austesten. Und heute gehen wir zu einem Laden, wo ich seit Ewigkeiten mit euch hin möchte. Es hat sich aber nie ergeben und gefühlt YouTube Deutschland redet darüber. Vor allem jeder Food-YouTuber war schon gefühlt da, außer ich. Heute kann ich endlich diesen Hype endlich mal hingehen und es testen und bewerten und euch meine subjektive fette Meinung sagen. Das werde ich alles machen, indem wir zum Beispiel drei Sachen bewerten. Geschmack, Ambiente, den Service. Hallo, ich will geküsst werden. Sind Sie die fette Sau, die das Tiramisu bestellt hat? Ich sag mal, das Geschmackding ist mir am wichtigsten. Ich meine, die können mich auch ein bisschen anspucken, solange es extrem gut schmeckt. Und heute geht's um Goldies. Leute, ich schwör's euch, ganz Food-YouTube Deutschland spricht über diesen Laden. Jeder sagt, ey, das ist da so lecker. Ich sag es euch, absolut unschlagbar. Ob es größere YouTuber sind oder auch kleinere. Die Bombe sind Jeder sagt, ey, Goldies ist mega krass lecker. Aber es ist überhaupt Goldies, falls ihr es nicht kennt. Goldies ist ein Laden, der zwei unterschiedliche Standorte hat. Einer dreht sich nur um Chicken. Wir reden wirklich KFC-Chicken, damit ihr einen Vergleich habt. Aber nur in brutal geil, self-made, also alles selber gemacht mit eigenen Soßen. Bei uns ist alles selbst gemacht. Wir machen sogar die Mayo und den Ketchup selbst. Hautsalat gibt es auch noch oben drauf. Da gibt es extrem viel entdeckt. Und darauf bin ich mega heiß. Ich meine, klar, ich liebe KFC. Aber KFC ist ja auch irgendwo, muss man einfach eine Kette und ein bisschen Fastfood. Und hier schmeckt es mal geiler und dies und das. Und die haben ja nur diesen einen Standort. In diesen einen Standort stecken die komplett ihre Liebe rein. Eigenen Rezepten und so weiter und so fort. Das will ich auf jeden Fall auschecken. Allerdings, Leute, will ich die ultimative Erfahrung bei Goldies haben, um euch eine gute Meinung zu geben. Weil Goldies hat noch einen Standort, und zwar, da dreht sich alles um Burger. Die bieten da einfach Smash-Burger an. Gott, Leute, seit ich in Amerika war, bin ich süchtig danach. Das sind Burger, die extrem platt gedrückt werden, sodass so eine richtig geile, fettige Kruste entsteht und dieser ganze Fettsaft geilen Patty gedrückt wird. Das ist einfach mega geil. Das Rundum-Sorglos-Paket möchte ich mir heute holen in beiden Läden und das wird hoffentlich richtig lecker. Wir werden herausfinden, ist es wirklich den Hype wert? Aber Leute, ich schaffe es wirklich nicht, jetzt zu einem Laden zu gehen, dann noch zum anderen. Ihr wisst, Leute, Zeit ist vegan. Deswegen schicke ich einfach meinen Zwillingsbruder dahin, ne? Ja, danke für die Vorstellung. Also Leute, ich bin Ivanjo und ich werde jetzt schön zum Burgerladen gehen. Der geht jetzt schön zum Burgerladen, während ich zum Chickenladen gehe. Aber ey, Ivanjo. Ja? Dein Schuh ist aus. Ah, echt? Okay. Alter, Mann. Und während ich hier wunderschön zum Burgerladen gehe, zu Fuß, guck mal, so sollte man gehen. Ich wette, dieser fette Ivanjo, der zum Chickenladen geht, der ist safe unterwegs in einem Roller. Wirklich, der kann nichts anderes als auf Roller und Auto fahren. Da hat er recht. Und ich bin angekommen, Leute. Hier ist Goldies. Und Ivanjo, bist du schon angekommen? Ja, du dickes Ding. Ich stehe auch hier vorm Laden. Okay, ich komme hier auch richtig. Ich freue mich auch richtig spannend. Ich erwarte mich bei den Burgern. Digga, wer ist das? Kennst du den? Nein, ich kenne ihn nicht. Digga, kannst du dich mal verpissen? Hey, Digga, hey, Digga. Gib mir dein Geld, Digga. Ich kann so viel zu machen, wie du willst. Oh Gott. Oh Gott, das ist auch so Goldies. Und da haben wir es, Leute. Goldies. Das Logo sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Die Tasche ist schön. Ich hätte gerne drin gegessen, Leute, um das nochmal ein besseres Feeling zu haben vom Ambiente. Aber es war so laut, da war brutal kranke Musik. Typisch Berlin halt. Da wird ständig irgendwo über eine Disco, Alter. Und es war extrem voll. Alter, der Laden lief. Der Hype ist wirklich real. Und zum Service kann ich jetzt schon mal direkt sagen. Wenn der Typ mich jetzt nicht anspuckt, dann ist der Service in der Regel eigentlich in Ordnung. Oder wenn er unfreundlich ist, dann fällt das natürlich auf. Aber der war überkorrekt. Und zwar habe ich leider Coleslaw vergessen, Krautsalat zum Chicken. Und der hat mir umsonst, der kostet eigentlich 5 Euro, umsonst noch einen draufgelegt. Ehrenmann. Ey, Service kriegt ein richtiges Sternchen. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ambiente müsst ihr auch sagen, was sagt ihr, Schweine? Ich muss sagen, ist ein schöner Laden, aber ist noch nicht brutal außergewöhnlich. Ne, ist ein guter Laden, kann man machen. Ich habe mich nicht unwohl drin gefühlt, aber ist auch nicht absolut spezielles. Goldies Smash Burger. So sieht der Laden bei mir aus. Hat ein schönes Zeichen oben. Allerdings ist es kein richtiges Restaurant, sondern das Ambiente ist, sag ich mal, schwer zu bewerten, weil der Laden einfach nur so ein Stand ist. Also sprich, du gehst da hin, wie so eine Kasse einfach. Wie beim ersten McDonald's damals, wo wir waren. Der in Los Angeles. Das war ja auch einfach nur eine Kasse, wo du hingehen konntest, aber es gab jetzt nicht ein Restaurant, wo du reingehen konntest, essen konntest, sondern zur Kasse, Bestellung nehmen und tschüss. Also bei mir zum Beispiel gibt es Sitzmöglichkeiten hier draußen. Hier kannst du sitzen mit dem guten Mann da rechts. Aber richtig reingehen kannst du nicht. Ist jetzt auch kein Weltuntergang. Aber zum Ambiente, wenn ich das hier schon bewerten muss. Aber der Hype ist auch hier wirklich real. Du siehst, jede Bank ist besetzt. Die Leute stehen an und haben Bock auf den Burger bei Goldie. Der ist bei den fetten Tauben, hat sich rumgesprochen, dass der Burger lecker sein soll. Hier ist eine Tauben-Großfamilie, habe ich jetzt bemerkt. Ne, da hinten geht... Oh. Ihr seht, Alter, der Hype ist wirklich real. Ne? Okay, McDonald's hat sich auch reingeschlichen, aber die haben wirklich den kompletten Goldies-Müll hier abgeliefert. Das ist geil, Leute. Ich muss den Typen gar kein Gespräch führen, sondern ich kann auch einfach hier an diesem Tablet bestellen. Smashburger. Dann nehmen wir natürlich den Double Smash. Junge, jetzt lass mich doch endlich mal in Ruhe. Nein, nein. Also mich macht auch die Beschreibung hier beim Burger richtig heiß. Und zwar zum Beispiel nehmen wir den Big Röst. Smash Beef Patty. American Cheese, Kartoffelrösti, gebratene Zwiebeln, Bacon, Bergkäse, braune Butter, Mayo. Kommen wir allerdings zum wichtigsten Punkt, und zwar das Essen. Während der andere Ivanjo noch schön seinen Burger bestellt, habe ich schon eine ganze Tüte hier voll und es wird einfach nur geil.
Es gab zwei unterschiedliche Fried Chicken. Das ist das erste. Das ist die andere Chicken-Variante mit Chili. Guck mal, die haben hier alles richtig auch schön eingepackt. Ne? Du hast eine Zitrone, dann hast du hier die Soße. Boah, das ist dann doch eine scharfe Variante. Du machst das schöne Chili. Auf lecker, das geile Hähnchen. Dann hast du hier so eine grüne Soße. Moment, ihr kennt das Probierschwein. Ich erkunde für euch, was das ist. Mal gucken, ob es Pesto ist oder was anderes scharfe. Oh, das riecht übel böse. Oh, das riecht zwar übel böse, hat aber unglaublich geilen Geschmack, aber Gott, ist das scharf. Alter, ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Es schmeckt so leicht nach Limette. Aber Alter, ich glaube, das könnte Hammer werden. Wirklich scharf, da müsst ihr mal aufpassen. Und um die zu perfektionieren, gibt es natürlich noch lecker ein bisschen Zitrone. Boah, wird das geil. Das ist das erste Chicken, was wir bei Goldies jetzt jemals essen werden. Ich möchte natürlich auch bei diesem Format das Essen ein bisschen besser präsentieren. Und ich finde, das sieht wirklich verdammt geil aus. Ich bin gespannt, ob es wirklich crunchen wird. Ein schöner, na, Hot Wing ist es nicht. Ich glaube, der hat keinen Knochen drin. Also eher so ein Crispy. Alter, hält deine Scheißfresse. Oh mein Gott. Mach's wieder. Ich muss genießen. Ich bin so baff gerade, ne? Mein Doppelkinn kommt und kommt. Das ist gestört. Das ist ein Fleisch, das ist so... Ich weine, weil es so schön ist. Es ist ein so dermaßen zartes Hühnchen. Und es wird 24 Stunden gebeißt, wie so ein Holzfällersteak. Das ist so ganz, ganz, also es kann nicht tot frittiert werden. Dann kommt es nochmal in Buttermilch und dann kommt es in die selbstgemachte Panierung, wo 20 Gewürze drin sind. Stärke, Mehl, Thymian, Oregano, Basilikum, alles gemixt. Und du hast den Crunch deines Lebens. Du hast ein crunchiges Hühnchen und dann hast du noch dieses unfassbar zarte Fleisch. Geil, 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 oder? Aber jetzt pass mal auf, du Fetz. Dann ist noch diese unfassbar geile grüne Soße drauf, die eigentlich recht scharf ist, aber so einen leichten Spice noch. Und dann hast du so einen leichten Limettengeschmack. Und ich liebe Limette, ne? Ich liebe Limette einfach. Und oh, das ist eine Verführung. Ich schwöre es dir, wäre das Chicken in mein Bett, ich würde das vögeln da. Verdammt. Alter, auch der letzte bis jetzt hier, ne? Durchgehend Genuss. Ich bin hin und weg gerade von diesem Chicken. Ich scheiße mich wann hier beim Cheeseburger. Okay, du Fettsack, während du schon isst, hat es angefangen zu regnen bei mir. Ich muss mir schnell irgendwie einen Ort suchen. Das will ich abbringen, Leute. Wir essen jetzt die Burger, obwohl es draußen regnet wie sonst was. Ich habe mir ein volles Ding bestellt. Das möchte ich euch gerne mal zeigen. Also eine ganze Tüte für... Ich sag hier, wir nehmen den Laden gefühlt richtig auseinander, um ihn perfekt zu analysieren. Weil wenn ich euch eine Meinung gebe, ob der Hype recht ist oder nicht, will ich auch wirklich alles testen. Ich habe geile Burger für euch, geile Pommes, geile Soße. Hä? Was ist das? Oh mein Gott, das ist Käsesoße. Oh mein Gott. Oh, die schmeckt. Oh mein Gott, ist die gut. Scheiße. Die schmeckt wie diese Kino-Nachos, aber richtig lecker. Oh, diese Pommes. Oh, ist die geil. Das Ambiente, muss ich ganz ehrlich sagen, scheiß in Anführungszeichen ein bisschen rein. Im Gegensatz von dem anderen Fettsack Ivanio. Der andere Goldies ist wirklich ein bisschen geiler, was das angeht. Aber servicemäßig, die Jungs haben jetzt nicht den Arsch geleckt. Die haben aber auf korrekt einfach auch noch eine Pommes extra gegeben. Ich habe nur eine bestellt und trotzdem habe ich zwei Pommes bekommen. Das ist richtig korrekt. Die anderen kauzen und sonst, die liegen eine Pommes oben drauf. Und ohne YouTuber-Bonus, sonst was. Ihr wisst, ich mache immer Undercover-Aufnahmen so heimlich heim. Von daher, das ist schon Service. Das gefällt mir. Zwei Burger für euch bestellt. Einmal natürlich einen normalen Cheeseburger. Smash Cheeseburger, muss man dazu sagen. Und noch einen richtig fetten Burger für euch als kleines Special. Fangen wir allerdings erstmal an mit dem Cheeseburger, dem Herzstück von Goldies. Ich drehe es um für euch. Und da, oh, hallo. Moment, nochmal neu. Jetzt habe ich ihn für euch. Scheiße, sieht der geil aus. Und wisst ihr, ich bin ja verzweifelt auf der Suche, nachdem ich eine Woche lang Burger gegessen habe und den besten Burger meines Lebens in Amerika hatte. Und zwar in Texas. Massachusetts. Wie bitte? Und zwar am 17.07.2023. Ja, wirklich ein so geisteskrank heftiger Burger. Es war auch so eine kleine Bude in der Ecke. Zwiebel so gut gewürzt und gebraten. Boah. Und es war ein Smashburger. Wie erwähnt, Leute, Smashburger ist was Besonderes, weil da hast du hier, was ich euch gesagt habe, genau hier, diese wunderbare Kruste, diese Knusper-Fettkruste, die ich so unglaublich liebe. Das ganze Fett wird aufgesaugt von dem Fleisch. Ich krieg Wasser im Mund. Da kann Ivanio bei anderen Goldies niemals mithalten. Dem anderen Ivanio nicht, ne? Aber ich hatte was mit seiner Mutter. Wie, das ist auch deine Mutter. Bist du irgendwie dumm? Ja, ich auch. Aber auch alles in der Kombi. Ich habe auch noch zwei, ich nehme mal auseinander. Hier noch richtig schöne Seegürkchen dazu. Klein gehackte Zwiebeln. Und kennt ihr vielleicht dieses Aussehen? Guck mal hier. Habt ihr vielleicht dieses Aussehen irgendwo schon mal gesehen? Hm. Vielleicht könnt ihr mal drüber nachdenken. Wenn nicht, dann spoil ich euch das jetzt. Und zwar, es ist beim Cheeseburger McDonald's. Was hat aber jetzt McDonald's damit zu tun? Der Besitzer, also die Philosophie hinter diesem Burger oder dem Burgerladen ist, dass sie gesagt haben, sie haben die alten Produkte von McDonald's anscheinend übel gefeiert. Aber dachten sie, also die alten Produkte, Anführungszeichen, wie es früher geschmeckt hat. Also haben sie das genommen, selber zu machen, aber natürlich nochmal auf ihre eigene Art und in geil so gesagt. Und wie schafft man das? McDonald's gibt es ja schon, aber wie schaffen wir diese Erinnerung zu wecken, nur dass das flasht.
indem wir den McDonalds-Burger machen, nur halt in richtig geil. Und McDonalds hat auch natürlich seine geilen Klassiker. Ihr wisst, was ich meine, ne? Genau das wollten wir beenden. Richtig geilen Smash-Burger machen, aber so ein bisschen inspiriert von McDonalds. Mit den kleinen Seegürkchen, dazu diese Mischung von den kleinen Zwiebeln und Schopf und Senf in der Kombo. Erste Biss bei einem Burger, wenn er richtig gut ist, ist immer so geil, ne? Bei dem Döner, wisst ihr, so letzte Biss, der Königsbiss, der goldene Biss, könnte man auch sagen. Das ist ganz langsam, wir genießen jetzt zusammen. Oh, ist der Geruch geil. Oh, es riecht so lecker. Alter, ich werd bestrahlt. Boah, ich krieg Fett in die Fresse. Wow. Alter Schwede, Leute. Alter. Zeichensprache, ich schwöre. Ich habe noch nie in Deutschland bis jetzt, kann sich ja noch ändern, so in einen Burger reingebissen. So einen Geschmack gehabt beim ersten Biss. Das ist, ja, das ist eine andere Welt. Ich kommentiere, scheiße. Ey, es ist so lecker. Alter Schwede. Das ist gut gemacht. Das ist wirklich wie in Amerika. Ich schwöre es euch. Wir haben geschafft. Wohl die Amerikaner, ihr wisst selber, die haben da Giftstoffe. Die packen da so welche Geschmacksverstärker rein und die wichsen nochmal in die Fritteuse rein. Und die haben es hier geschafft, mit deutschen Gesetzen so eine Bombe hinzulegen. Das ist ja krank. Das ist kleine, geile Fettstücke. Riesig und fettig. Wie ist euch zu beschreiben, Leute? Es ist wirklich gerade wirklich schwer. Ich bin auch wirklich selber überrascht, dass ich so welche Erwartungen hatte. Bis in den Himmel. Und du weißt selber, dann ist immer so ein bisschen so, ach scheiße, das kann nicht krass werden. Aber das hier ist wirklich unfassbar. Du hast ein Burger. Du hast das Fett. Du hast allerdings auch dieses Leichte. Du passt es in den Mund und es ist nicht so dieses. Und ich kau da irgend so einen Fettsack durch. Nein, und ich habe so einen dünnen Amerikaner, so mit Waffengesetzen umhüllt. Dünn und leicht und es rutscht gefühlt den Hals runter. Es zergeht im Mund. Junge, wo sind wir hier? Es zergeht im Mund. Das ist gestört. Ein Stück Amerika haben die wirklich geschafft, nach Deutschland zu bringen. Das Brot ist da und alles ist nice, aber ich muss sagen, das Fleisch ist der Main-Charakter. Nicht Apo Red, sondern dieser verdammte Burger. Hey, warum macht ihr das, Digga? Lecker sind alle dieser Burger. Ich würde gerne ein Kind mit dem machen, diese Kinder opfern. Es tut mir leid, weil die kommen nicht in den Kindergarten, die kommen in meinen Mund, weil das ist zu gut. Das hat mich halt völlig geflasht. Alter! Hey, Vanjo, ich schalte zu dir. Ich brauche die Burger nicht alleine. Viel Spaß. Ich bin eigentlich pingelig bei Bewertungen. Ich probiere natürlich niemanden zu übertreiben, weil du weißt, irgendwo im Dschungel, da ist irgendeiner, der macht dir ein krasseres Chicken. Aber das Ding hier, das ist nicht das Honey Chicken, das andere Chicken, das kriegt wirklich von mir eine 9,5. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt was. Ich schwöre euch, Berlin, wenn du hier bist, gönn dir dieses Chicken. Und das Krasse ist, Leute, erstens, ich habe noch zwei Stück übrig hier. Aber es geht ja noch weiter. Ich habe hier noch mehr Chicken, das Honey Chicken. Und das wird, und ich, wenn das schon so gut war, was geht denn da? Ich pimp das Ding so noch jetzt ein bisschen auf. Dieser Monster Burger, diese geile Cheese Sauce. Oh, ja, ich tue es wirklich, du willst. Tungsmon. Also gut. Käsesoße ist richtig geil, aber ich würde den Burger nicht dauerhaft dann machen. So einmal, okay, alle Einbiss war richtig geil gerade. Aber sonst nimmt die Käsesoße zu viel Platz ein. Sie nimmt den anderen Zutaten die Show weg. Eine Show. Dem würde ich sogar dem Cheeseburger eine 9,1 von 10 geben. Ich weiß, ich habe unfassbar geschwärmt. Den in Amerika würde ich 9,5 geben. Der war halt wirklich noch mal ein kleines Stück besser. Deswegen kam ich auf die Bewertung und würde sagen, das ist eine 9,1. Leute, ich hau so selten eine 9 raus. Nicht, weil ich so ein geiler Food-YouTuber bin, sondern weil ich einfach sehr kritisch bin. Und ich will auch, dass wegen meiner Meinung jetzt dahin geht und sagt, ey, wann ihr da mal gesagt, dann will ich auch einen Scheiß labern. Aha, Leute, ist ja auch so ein kleines Schulkind, wie ich hier so das Essen bereit habe. Die nächste Runde habe ich. Oh, Digga, jetzt halt deine Scheiße, ey. Guck dir das mal an. Wie schön haben die das bitte eingepackt? Die haben das perfektioniert. Die haben da drei verschiedene Käsesorten drauf. Cheddar-Käse, kannst du ja auch sehen. Dann irgendwie noch eine Käsesoße und noch Parmesan. Hier rechts hast du, Moment, kurz erschließen. Oh, Chili Cheese. Und natürlich hast du noch die ganzen Jalapenos für die ganze Schärfe, weil es sind ja Chili Cheese Nuggets. Nimmst jetzt einfach mal eine schöne Pommes. Wir nehmen so eine. Die hat richtig viel Käsesoße drauf. Dann tunken wir die ganz frech ins Parmesan und in die Chili Cheese und lassen sie uns einfach mal schmecken. Moment, ganz normal mal. Scheiße, ich bin euch gerade mehr gestrahlt. Ivanjo, der Burgerladen, der will auch die Pommes testen. Aber die hier, Pommes alleine, merke ich gerade, ohne irgendwas, schmecken mega geil. Wirklich, richtig lustig. Aber es ist nicht so dieses überfettig. Dazu ist es auch irgendwie nicht labbrig oder zu frittiert. Das ist nur noch knack. So, das hat wirklich die perfekte Gatze. Und gute Pommes, anders kann man es nicht sagen. Aber ich muss leider sagen, mir nicht so gefällt, ist das Chili Cheese. Ich finde irgendwie Pommes mit dieser Soße, also dem Chili Cheese, mit dem Käse, manchmal fällt mir das Chili Cheese einzeln einfach nicht so krass. Pommes ohne irgendwas und das ist wirklich krass. Schaff mal Pommes ohne Soße richtig geil zu machen, weil eine Soße wertet alles auf. Hier kannst du am verzweifeln, weil ich will auch nicht zu krass Noten raushauen, aber es ist wirklich super lecker. Es ist einfach eine 8,5, würde ich sagen. Auch wieder so unglaublich gut. Über eine 8 ist bei mir eigentlich schon wirklich, gehe ich auf die Knie schon. Was geht bei anderen Evangio ein? Der isst ja auch richtig geile Pommes. Kommen wir jetzt aber zu den Pommes. Hier allerdings haben wir sehr klassische Pommes. Skinny Fries haben die sie auch genannt. Die riechen auf jeden Fall richtig, richtig geil in Bezug zu McDonalds. Das scheiß ein bisschen wie McDonalds Pommes. Und auch der Burger, muss ich ganz sagen, hatte im Hintergrund ganz leichten McDonalds Geschmack. Mal gucken, wie jetzt die Pommes sein werden. Die sind knusprig. Boah, die sind geil. Schmeckt wie McDonalds Pommes, nur die sind nicht nach 3 Sekunden labrig. Hast du hier überall diese Kartoffelreste. Die werden auch frisch gemacht und so. Leute, Schweine, was ist das für ein Laden? Ich habe noch Käsesoße. Die sind schön knusprig, nicht überfettet, haben jetzt zwar keine Toppings beim anderen Goldies Laden, aber die sprechen auch für sich. Und sie bringen ein bisschen Nostalgie in den Kopf, weil du den Geschmack irgendwo erkennst. Sind die geile Käsesoße.
Nee. Ich glaube, ihr habt gehofft, jetzt ist es richtig abgehe, aber nein. Ich finde, es ist schlechter. Die Käsesoße alleine, ich schwöre, die ist so lecker. Aber nicht eine Pommes, die zerstört den Pommesgeschmack. Ich kann die ganze Sache aufessen. Übernimm du wieder. Das unglaublich geile Chicken. Und zwar, das ist, Leute, diesmal mit Honey. Ah, ich muss wieder selber machen. Moment. Mitgegeben, das ist so Massageöl. Oh Gott, nein. Das ist Butter-Honig gemischt. Die Zitrone mache ich dann auch schön raus. Muss auch sein Preis-Leistung her. Ich habe jetzt dafür 9,90 € bezahlt für zwei Chicken-Dinger plus natürlich die ganzen Zutaten. Ist nicht billig, sage ich euch. Aber das eine Ding, ich schwöre, ich jetzt nochmal gezahlt. Das war so lecker. Weil damals, vielleicht kennt ihr noch Alberto, der hat immer so Chicken-Rezepte rausgehauen. Und zwar mit Honig und Senf. Und das war so eine ultimativ geile Mischung. Hier allerdings haben wir Butter und Honig, aber das kommt trotzdem so was Süßes, Fettiges werden. Ja, schön das Chicken. Oh. Scheiße, dieses Chicken ist so... Das Chicken ist so sauer. Meine Gott! Oh, warte kurz, warte, lass mich doch mal essen. Ich dipp hier noch mal rein. Das Chicken allein spricht ja für sich schon. Zart, total knusprig, perfekt frittiert. Ich hätte hier lieber Senf genommen. Da haben sie wirklich ein bisschen Quatsch gemacht mit Butter und Honig. Ja, das gibt's in Amerika und das ist auch geil und so ein Scheiß. Weil das ist so, hat so einen fettigen, butterigen Geschmack. Und jeder von euch, der schon mal ein Butterstück im Mund hatte... Das war hier sehr sanft gemachte Butter, also hast du so einen Klumpen im Mund, fühlt sich auch gut auf der Zunge an. Es ist auch lecker, wird trotzdem immer noch eine 8 geben, weil es wirklich super, super geil ist. Aber das andere war wirklich noch mal ein Stück geiler. Das hat mich noch viel mehr überzeugt. Neueste Kreation von Goldie. Oh, ich dachte, der ist ein bisschen größer. Die Penisgröße kann eine Rolle spielen im Genuss. Apple Beef, Triple Cheese, nein, aber hier unten Bacon und ein Rösti. Rösti, Leute. Guck mal, hier siehst du diese geile Zwiebel, schön karamellisiert. Diese Ränder hier. Rösti-Patty, ne? Richtige Weihnachts-Edition. Digga, wie kann man denn so aussehen? Mann, Mann, guck dir mal diese Kruste an. Du bist so schön. So. Scheiß aufs erste Date, okay? Aber irgendwie kommt es nie zum zweiten Date. Das ist das Knacken. Gold, ich liebe Gold. Heilige Mutter Marie. Ich komme nicht drauf klar, Digga. Weil ich in Deutschland wirklich noch nie so einen Burger gegessen habe. Ich beschwere mich ein bisschen drüber, dass in Amerika alles voller Smashburger ist. Und Smashburger, ich sag's euch, vertraut mir, Leute, das ist das neue Ding. Und hier in Deutschland, Leute, das kommt so langsam. Das dauert so ein bisschen. Aber genau Goldies hat gesagt, nee, wir warten nicht mehr. Wir machen jetzt. Einer muss es ja machen, so. Wenn es keiner macht, dann müssen wir es halt machen. In deutschen Verhältnissen, also wird schon Gesundheitsamt, alles Mögliche. Trotzdem, so ein Burger ins Hauen ist gestört gut, Mann. Ich kann nicht reden. Nee. Gib her für mich. Nee, Alter, das ist mein Stück. Burger ist einfach nur wieder absolut himmlisch. Der einzige Unterschied ist, du hast ganz, ganz leichte Rösti-Geschmack. Aber das Fleisch ist viel zu dominant. Das peitscht das Rösti komplett weg. Ich muss auch sagen, ändert nicht so krass am Geschmack. Was wirklich eher ändert, ist halt der krosse Bacon, Cookie, die Art. Dem hier habe ich immer noch eine 8,5, weil der brutal geil ist, Digga. Aber der andere war wirklich nochmal, der war Königsklasse. Und um die Frage zu beantworten, um die es beim Hype-Check geht, ist Goldies den Hype wert? Was den Burger angeht, auf jeden Fall. Ich habe einfach 9,1 Sterne gegeben, dem anderen trotzdem nur 8,5. Im Vergleich zum Chicken habe ich eine 8 gegeben, dem anderen 9,5. Es ist beides unfassbar geil. Da geht keiner richtig als Sieger vor, sondern beide als Gewinner. Vor allem wir gehen als Gewinner raus, weil wir haben geschmatzt und geleckt und es war brutal geil. Was den Burger angeht, Leute, kann ich euch Goldies wirklich ans Herz legen. Aber auch was Chicken angeht, das war ein einmaliges Erlebnis. Man muss sagen, preis-leistungsmäßig ist vielleicht KFC besser, weil bei KFC kriegst du, sag ich mal, anstatt nur zwei Chicken-Teile, natürlich ein ganzes Bucket mit Hot Wings. Ja, das ist geil, aber diesen einmalig geilen, buttrigen, zahmen Chicken-Geschmack mit dieser wahnsinnig geilen Schärfe, das kriegst du nur bei Goldies. Und daher würde ich sagen, ja, Goldies ist auf jeden Fall den Hype wert. Gott, war das ein Genießer, bombenmäßig leckeres Video. Ich und der André Ivanjo sagen, lasst super gerne ein Like da, ein Abo auf Knopf, falls ihr es getan habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss!